Was geht ab, Leute? Heute schauen wir endlich mal, welches Auto in 2020 eigentlich das schnellste Auto in GTA 5 ist. Ich sag euch, dieses Auto ist einfach so schnell wie ein Jet. Wow, oh mein Gott, ey. Leute, nein, was passiert mit mir? Oh, nein. Gecrashed. Leute, schaffen wir eigentlich heute die 5000 Likes? Das wäre auf jeden Fall mega. Und tut mir den Gefallen, drückt unten auf den Abo-Button, Leute. Wir sind so kurz vor den 100.000 Abonnenten, Alter. Das wäre unnormal. Und Leute, hier übrigens nochmal was richtig, richtig Cooles. Hey, mach erstmal die Basics. Du bist noch auf der Zugspitze. Hol dir auf Loot4Games.gg unser GTA 5 Boost-Paket und erreiche mit unserer Hilfe den Mount Chiliad. Den Link dazu, Freunde, findet ihr in der Beschreibung. Ich bin mega gespannt, Leute. Mega, mega gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung, welches gerade das schnellste Auto in GTA 5 ist und das in 2020. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr noch gar kein neues DLC bekommen, Leute. Also erstmal gucken wir jetzt hier, welches natürlich die höchste Geschwindigkeit hat. Jetzt nicht Beschleunigung, Leute. Wir haben jetzt 44 Supersportautos, Leute. Also Supersportwagen. Die werden alle getestet. Bugatti, die ganz alten Cheetah und so. Dann hier zum Beispiel noch der LG, Leute. Ey, da werden alle, wirklich jedes Auto wird hier getestet. Ja, Leute? Ihr könnt jetzt zum Beispiel mal vergleichen, welches von eurem Lieblingsauto auf welchem Platz ist. Und schreibt da gerne mal in die Kommentare, was so euer Lieblingsauto in GTA 5 ist. Jetzt haben wir hier schon mal alle Fahrzeuge am Start. X80 Proto und sowas. Und Leute, alle Autos sind natürlich voll aufgetunt. Das heißt nicht irgendwie, dass die einfach, keine Ahnung was, also null aufgetunt sind, Leute. Also passt auf, das Problem ist hier, wir haben einmal das Problem mit normalen Straßen. Naja, da muss man halt um die Kurven und so fahren. Also, wir fangen jetzt erstmal normal mit normalen Straßen an, aber das wird auf jeden Fall nicht lange gehen. Weil das Problem ist, Leute, man sieht es schon, dass durch kleine so Hubbel die Geschwindigkeit auf einmal erhöht wird, denn wir verniedrigt wird und es nennt sich Curb Boosting, ja. Das ist anscheinend schon seit, keine Ahnung wie lang, ein Begriff in der GTA 5 Rennszene oder so. Aber deswegen kann man die Autos nicht vergleichen auf ganz normal gerader Strecke, weil man dann nicht perfekt sehen kann, welches Auto eigentlich am schnellsten ist, welches eigentlich am langsamsten ist, Leute. Deswegen, es kann auf jeden Fall immer variieren. Deswegen haben wir eine Teststrecke, Freunde. Ja, eine mega, mega geile Teststrecke. Und da kann man jetzt perfekt sehen, ohne Bumps auf dem Boden, welches Auto eigentlich am schnellsten ist. Jetzt kann man sogar schon sehen hier, der wird bei 200 km/h, ist der weg, Leute. Da ist ab, da ist Grenze. Wir gehen jetzt auf jeden Fall von der Höchstgeschwindigkeit aus und natürlich dann hier vor dem Preis, Leute. Hier seht ihr schon, der Wagen hat 170 km/h Top Speed, ist auf Rang 44 der ganz normale Voltic, Freunde, und kostet, glaube ich, irgendwie 700.000 oder so stand da. Oder 1,7 Millionen, eins von beiden. Jetzt haben wir den Zyklon. 1,9 Millionen ist auf Rang 43 mit 185 km/h Top Speed. Was? Ist das nicht hier dieser Elektrowagen, Leute? Ich hätte gedacht, der ist viel besser. Als nächstes haben wir jetzt hier den Infernus. Der ist nämlich bei 187 km/h und auf Rang 42. Jetzt nicht gedacht, Leute, dass der Infernus... Oh, was? Der Sultan ist so weit oben platziert? Ich dachte, der wäre... Also so weit unten eigentlich, ne? Und für 800.000 Dollar hätte ich jetzt auf jeden Fall mehr gedacht, ne? Und ja gut, hier... Das war auf jeden Fall klar, dass dieser Bullet, Leute, dieser GT, auf jeden Fall... ja, der ist auf jeden Fall sogar schneller als der Sultan RS, Leute. Obwohl er nochmal viel billiger ist. Also, holt euch den lieber statt den Sultan RS. Der SC1 kostet 1,6 Millionen und er hat Topspeed von 190 km/h. Ey, ich bin mal gespannt. Ich bin ohne Spaß, Leute. Ich bin mega gespannt, welches Fahrzeug auf jeden Fall nachher auf Platz 1 sein wird. Checkt auf jeden Fall mal aus, pass auf, welches euer Lieblingsfahrzeug auf welchem Rang ist. Hier seht ihr schon, Cheetah auf Rang 38. Deswegen schreibt mal euer Lieblingsfahrzeug rein und welcher Rang es war, Leute. Dann haben wir den Tempesta. Der Tempesta, Leute, ist ja so dieser Lamborghini. 1,3 Millionen kostet der und ist bei 191 km/h. Top Speed, Leute. Hier auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr altes Auto, nur den Wacker. Das war damals mein erstes Auto, mein erstes heftiges Auto in GTA 5. Das war so eine geile Zeit damals, ne? Auf Rang 36. Also da gibt es nochmal welche, die sind alle viel schneller. So, der ETR 1 ist auf Rang 35? Ich dachte, der wäre viel, viel schneller. Der kostet 2 Millionen Dollar, Freunde. Ich dachte, der wäre viel, viel schneller. Okay, XA21, 193 km/h, auf Rang 34, Leute? Das ist, da kommt noch so viel mehr, ne? Jetzt mal ohne Spaß, T20 ist jetzt auf, okay, 193 km/h für 2,2 Millionen. Der T20, Leute, der T20 auf Platz 33? Der Osiris einfach, 193 km/h und auf Rang 32, Freunde. Hä? Wie krank ist das denn bitte schön? Jetzt haben wir hier einmal den Reaper, der auch Rang, also Rang 31 und dann 193 km/h ist. Achso, okay. Das heißt, wenn die gleichen km/h-Anzahlen haben, aber billiger sind, dann gehen die auf jeden Fall vom Rang hoch. Hier auch 193, aber der Entity kostet gerade mal 800.000 Dollar. Das heißt, der ist, was den Preis angeht, viel, viel besser als die ganzen anderen Fahrzeuge. Ich denke, jetzt kommt auf jeden Fall Rang 32, oder?
Nee, 29. Oh, was habe ich denn gerade gelabert? Turismo Air für $500,000 auf Rang 29. Okay. Kann man auf jeden Fall machen. Jetzt haben wir noch einmal den Furia. Für 2,7 Millionen. Der kostet 2,7 Millionen. Das ist gerade mal auf Rang 28, Leute. Was? Das dauert ja absolut ewig. So, jetzt Centorno. Centorno haben wir jetzt auf Rang 27, 194 Topspeed. Der Centorno, Leute. Das ist einer der auch der ersten Fahrzeuge aus der GTA OG-Basis, muss man ja sagen. So, jetzt haben wir noch einmal Penetrator. Platz 26 für $800,000. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Jetzt auch der. Der ist auch Rang 25 nur. Der S80 RR. 196 km/h Topspeed. Ich dachte, solche Autos, die haben viel, viel mehr Topspeed, Leute. Also schreibt mal jetzt in die Kommentare, genau jetzt rein, was ihr glaubt, welches Auto auf Platz 1 sein wird, ohne diese ganzen Boost-Autos, Leute. Also ich glaube nicht, dass die Boost-Autos dazugezählt werden. So, RE7B. Okay. Rang 23, 196 km/h. Alles klar. Ich bin mal gespannt, welches Auto nachher so bei 230 oder so ist. Das wäre auf jeden Fall geisteskrank. So, GP1. 1,2 Millionen auf Rang 22. Also manche Autos, ne? Das ist ja krass. Hier, der auch zum Beispiel. Ich dachte, der wäre viel schneller. Visione. Visione, Leute. Für 2,25 Millionen auf Rang 21 gerade mal. Hä? Welche Autos kommen denn dann allgemein noch? Hier, der hier. Ist, glaube ich, gefühlt. Ist es nicht in echt der McLaren, oh, wie heißt er? McLaren Senna. Ist das nicht der McLaren Senna, Freunde? In echt? Jetzt haben wir hier noch einmal zu Rosso. 197 km/h. 2 Millionen Dollar auf Rang 19. Also manche Autos habe ich echt noch nie gesehen, da muss ich ehrlicherweise gerade zugeben. Natürlich auch alle DLC-Fahrzeuge mit einem rechnet. Der FMJ auch. Auch einer etwas von der neueren Generation auf Platz 18. Okay. Oh, hier der Italy GTB. Leute, ein Bennys Auto. Das ist einer der teuersten Bennys Autos, muss man sagen. Auch ein sehr, sehr schönes Auto. Ein sehr, sehr schönes Auto. Auf Rang 17 gelandet. Okay. Als nächstes haben wir den Tyrant. Den kenne ich auch zum Beispiel gar nicht. 199 km/h Topspeed. Also muss natürlich auch sagen, manche Autos sind natürlich, nur weil sie eine höchste Geschwindigkeit haben, nicht direkt im Endeffekt das Beste. Guck mal, Italy GTB Custom ist sogar noch mal ein bisschen schneller, okay? Und auch teurer. Deswegen, Leute, muss auch so sehen. Manche Autos haben natürlich heftige Höchstgeschwindigkeit, können aber nicht um die Kurven lenken. Der Adder zum Beispiel ist sehr, sehr gut im Topspeed. Da gibt es aber andere Autos, zum Beispiel wie den T20, der kann besser um die Kurven fahren. Das heißt, nur weil ein Auto nachher auf Platz 1 ist, heißt es nicht, dass es das beste Auto auch ist für Rennen. Es ist einfach im Endeffekt das schnellste. So, jetzt haben wir den X80 Proto bei 200 km/h für 2,7 Millionen auf Platz 13 einfach gehabt. So, jetzt haben wir den Nero Custom noch einmal für 2,045 Millionen, Leute. 200 km/h, auch Topspeed. Okay. Ich bin echt mal gespannt, Leute, welches Auto nachher wirklich bei 210 km/h oder so aufhören wird. Na, jetzt kommen wir gleich schon in die Top 10. Bin sehr gespannt. Der Taipan sagt mir zum Beispiel auch gar nichts. Habe ich, glaube ich, noch nie getuned. Jetzt haben wir hier auch, was ist das für ein Auto? Den Wagner. Leute, 1,5 Millionen Wagner. Platz 10. Wir sind jetzt schon mal in den Top 10 angelangt. Sehr, sehr gut. Okay, Top 10. Jetzt haben wir noch einmal hier den Nero. Hä? Der normale Nero ist einfach schneller als der Nero Custom? Leute, gut, dass ihr das Video jetzt geguckt habt. Damit ihr, nee, doch nicht, ja, doch hier. Das ist jetzt hier der Bugatti Chiron, der Frax, mit 201 km/h auf Platz 8, Leute. Okay. Ey, das ist heftig, ohne Spaß, das ist heftig. Oh, Elektro, der Tesseract, Leute. Der Tesseract, 2,825 Millionen. Ich glaube, das teuerste Auto in GTA 5, glaube ich, ne, für 2,8 Millionen. Auf Platz 7 gerade mal, auf Platz 7, Leute. Der Entity XXR, also Königsegg, für Rang 6, 202 km/h, Leute, okay. Kann man machen, jetzt die auch nochmal, oha, der Banshee 900R hat 204 km/h auch von einem Preis von 650.000, der Banshee, Leute, okay, Devastate, 206, kann man sie auf jeden Fall geben, Leute, auf Rang 4, okay, ich bin gespannt, was für ein Auto haben wir jetzt in den Top 3, Top 3 haben wir jetzt schon mal den Krieger, 2,875 Millionen, Leute, 208 km/h Topspeed. Top 3, Freunde, jetzt. Also der sieht auch richtig heftig aus, der Wagen. Jetzt haben wir noch einmal den Emerus für 2,75 Millionen. Auch 208 km/h Topspeed. Ich glaube, jetzt kommt der Pfister, oder? Der 811? Ja, Leute, der 811 auf dem ersten Platz. 208 plus km/h. 1,135 Millionen. Das ist das beste Auto von der Geschwindigkeit her, also vom Topspeed in GTA 5. Aber kommen wir noch mal jetzt ganz kurz zu den Bonusautos, und zwar die Raketenautos. Welches von diesen Raketenautos ist eigentlich am schnellsten? Wir nehmen einmal Queen, Rocket Voltic für 3,8 Millionen.
mit Boost 225 km/h, ohne Boost 170 km/h. Kann man sehen, Leute, der Wagen mit Boost ist auf jeden Fall heftig. Kann man sich auf jeden Fall vergeben. Als nächstes den Scramjet, 4,625 Millionen. 232 km/h, Topspeed, Rang King, ja. Queen, King, und als nächstes müsste der Gott oder so kommen. Was kommt dann als nächstes? Oh, Batmobile, Leute, das ist Ace. Vigilant oder so, wie der heißt. 243 km/h mit Boost, Leute. Fast 200 km/h ohne Boost. Ist einfach der beste Boostwagen in ganz GTA 5. Das soll es auf jeden Fall von dem Experiment gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, haut auf jeden Fall auf den Like-Button, auf dem A-Button und schreibt gerne in die Kommentare, welches Auto bei euch welcher Rang war. Und krass, oder? Hättet ihr gedacht, dass dieser Fister das schnellste Auto in GTA 5 ist? Hätte ich auch nicht gedacht. Checkt eins von den beiden Videos hier aus, einfach draufklicken und abonniert diesen Kanal. Wir sind kurz von 100.000 Abonnenten, deswegen tut mir den Gefallen. Abonniert und haut rein. Ciao, ciao.